Jo, was geht ab, Freunde der Erde? Terrafox dir gesendet von der Erde. Und herzlich willkommen zum neuen fucking Sonic Phantom Let's Play. Und diesmal spielen wir das Spiel, das ist mir irgendwie nicht. Ist mir jetzt zufällig, ist mir das vor die Füße gefallen. Ich hab's leider irgendwie. Trotz Sage 2023 nicht. Ich hab's irgendwie trotz Sage 2023 übersehen. Es ist das Sonic Phantom Sonic. Ether! Jo, wir starten jetzt direkt los. Ich drücke Controller sofort. Enter to start. Okay. Enter to start. Komm. Enter. 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 Ich drücke Enter. Hallo? Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Okay. Nochmal starten. Also, das starte ich nochmal neu. Und wir sehen die Taskleiste, aus irgendeinem Grund auch immer. Es ist, jetzt nicht mehr. So. Okay. Sonic Aether, wann startet es endlich? Na gut. Okay, jetzt hab ich's. B ist auswählen. Kontrolle. PS4, ich hab kein PS4, ich hab einen Xbox-Controller. Okay, so eine Kontrolle, also ich gehe nochmal auf die Settings. Maximum Grafik. Ah, ich mach's mit der Maus. Okay, so, was können wir jetzt hier mal machen? So, zurück. Und wir starten los. Und das ist eine easy, nehmen wir es einmal. Select your character. Sonic. Leave it to me. Nein, nicht Purple. Oh! Okay, es geht schon, es fängt schon gut an. Also. When jumping in the air and when you are locked onto an enemy, press the space key or X on PlayStation to perform a homing attack. Okay. Also Sonic Aether, wie der Name schon sagt, ist das im Himmel, das ist nämlich für Griechisch für klarer Himmel oder sowas in der Art oder Luft. Ich kenne mit Aether überall. Wenn man sehen kann, ist das hier ein Plattformer und es hat sehr viele Plattformen. When jumping in the air, Alter, das ist jetzt im Grundsprecher näher, das war aber gewaltig. Press the space key or X on PlayStation, okay. To perform a homing attack. Die Steuerung ist sehr merkwürdig. Schau es mal an. Okay, also, ich habe so ein Video angeschaut vom Entwickler, der hat gesagt, Alter, hör auf zu klabbern! Darfst du labern? Ich weiß, wie man Sonic spielt. Man läuft doch immer dagegen, ey. Okay. When jumping in the air. Oh. Alter! Was ist das für. Ist das, die Steuerung ist irgendwie sehr merkwürdig. Oh Mann, so. Drüber springen. When jumping in the air, press the X key or the square. Alter! PlayStation. Alter! Oh, ich geh mal links. Ich geh mal links. Also der Entwickler hat dazu ein Video hochgeladen in einem Devlog und erklärt, was er so alles verändert hat. Er hat zum Beispiel den Hintergrund verändert. Und ich weiß gar nicht, der glitscht durch den Boden, ey. Alter. Okay, also der hat die Gegner animiert und so weiter und so fort und das Video war sehr vielversprechend aus, aber das Spiel selber, ich find's nicht gut. Es ist irgendwie schwer. Was soll der Mist? Alter! Das ist unglaublich, ey! Meine Mom! Ah, wieder von Anfang an. Aus irgendeinem Grund habt ihr es gehört, ich höre es jetzt, mir fällt es gerade erst auf. Wenn man einen Ring ansammelt, man hört ihn nur links. When jumping in the air. Ja, mir wäre lieber, wenn er da einen Text anzeigen würde, so wie in jedem anderen Sonic-Spiel oder Fangame. Und was zur Hölle ist denn hier los, ey? Okay, B ist springen. Wegen PlayStation-Controller. Das ist ein für PlayStation-Controller gemacht. When jumping in the air and when you are not locked onto an enemy, press the. Alter, wer das Skyreach? Ich sehe es das zum 200. Mal. When jumping in the air and when you are not locked onto an enemy,
Press the space key or X on PlayStation to perform an error. Alter, laber nicht so, das ist ja schlimmer als Omo-Schau. Alter. So. Eine Frage ist eigentlich vorbei. Ich krieg die blöden Plattformen nicht hin. Der springt irgendwie gar nicht so richtig hoch. So. Nochmal. Ey. Wie hoch springt der? Können wir mal an. Das ist alles. In jedem Sonic-Spiel kann er höher springen. Ich hab gerade den Spaß meines Lebens, Leute. Alter, macht das Spiel Spaß. Sieht nicht schlecht aus, aber... Alter. Einmal noch, dann versuche ich das mit Tails. Ey. Unglaublich, ey. So, wir versuchen das mit Tails. Vielleicht ist es einfacher. Easy. Select your character. Tails. Tails. So, diesmal sehen wir normal. Das sind violett, braun, grey-wahl. Die sehen alle schrecklich aus. Die Skins. So, Tails. So, kann er fliegen? When jumping in the air, hold the space key or X on PlayStation to fly in the air. Press the X key or the square button. Press the X key or the square button to perform spin attack. I'm Omo-Schau. I tell you how to play the game. Press the jump button to jump. Press the X button to press the X button. Press the spin dash button to perform a spin dash. Das erinnert mich da dran. Alter, der kann nicht richtig fliegen. Schau mal, der gleitet eher. Der kann nicht fliegen. When jumping in the air, hold the space key or X on PlayStation to fly in the air. Ja, es kann fliegen. Ist mehr so entgleiten. Alter, ey. Komm rüber, blöde Plattform. Ey, diese blöde Plattform! Alter! Alter, ey! Oh. Alter! Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich sterbe an derselben Stelle. Diese Gegner sind echt nervig. Scheiße! Oh, der Tori, Alter. Ja, der hat kein Homing Attack, wie es aussieht. No! Oh. Press the X key or the square button on PlayStation to perform a spin attack. Okay, ein bisschen kann er hochfliegen, wie man sehen kann. Ein bisschen. Alter. Was ist denn? Nein, ich schon. Jetzt habe ich mich selber umgebracht, weil ich diesen blöden Tutorial-Typen nicht hören will. So. Jetzt aber. Sind wir weitergekommen? So, auf die Plattform warten. Wieso steht er so merkwürdig? So, als ob er gerade zuschlagen will. Ja, wir haben die Plattform geschafft. Oh, wir sind weitergekommen. Leute, wir sind weitergekommen. Wir sind weitergekommen, ja. Alter. Nein. Ah. Alter. When jumping in the air, hold the space key or X on PlayStation to fly in the air. Let's go. Let's go. Nein, ey. No. Alter. Tails ist hier noch schwieriger. Steuern als Sonic, ey. Sonic hat wie so einen Homing Attack. Hat Tails nicht. Boah! To perform a spin attack. Alter, das höre ich jetzt so oft. Wie oft muss ich mir das noch anhören? Nein!
Was zur Hölle? Okay, ein Versuch noch. Play. Easy, das ist schon Character. Knuckles. Ah, da sehen alle schrecklich aus. Die Skills sehen schrecklich aus, Leute, ey. Okay. Was kann der? Der kann gleiten, kann er auch klettern? Klettern will ich aus der. When jumping in the air, press the X key or the square button on PlayStation to perform a stomp attack. Ey, der kann sogar nicht mal richtig gleiten, ey. Kann er auch klettern? Ich will es sehen, Anscheinend kann er nicht klettern. Nee, kann nicht klettern. Ah. Wofür hat er eine Ausdaueranzeige fürs Gleiten, ey? Oh. Alter. Dode. Dode. When jumping in the air, press the X key or the square button on PlayStation to perform a So ungewohnt. Dodo. Das ist auch Sonic Blast, die Melodie kenne ich sogar. Sonic 3D Blast. Okay, die Musik ist nicht schlecht, muss ich zugeben. Aber boah, das Spiel ist echt schwierig. When jumping in the air, press the X key or the square button on PlayStation. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es. Oh, scheiße. Der Ring war rot, hat es gesehen, wie blutrot war der. Wieso kann er nicht so verdammt nochmal höher springen? Das war ein Trampolin! Alter, ey. Alter. Oh. Alter. Das ist unglaublich. When jumping in the air, press the. Ah, es ist die Ausdauer nicht mehr hoch genug. Will eine Ausdauer braucht für das Blöde. When jumping in the air, press the X key or the square button on PlayStation. Hör auf, mir dazwischen zu reden. Also, ich will jetzt sagen, also Knuckles spielt sich glaube ich am leichtesten, Tails am schwersten und Sonic in der Mitte. Wobei ich das immer nicht richtig raus. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich ein bisschen erfahrener bin. Ist meine Güte. Alter. When jumping in the air, press the X key or the square button on PlayStation to perform a stomp attack. Also ein Stomp Attack, okay, wie gesagt, jetzt habe ich dem Tutorial ja gar nicht richtig zugehört. Er hat uns gerade erklärt, dass es eine Stomp Attacke gibt. Aber diese Stomp Attacke nützt irgendwie überhaupt nichts, wenn man nicht so richtig hoch springen kann. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere nicht, wie man da über die Plattform kommt. Alter. When jumping in the air. Press the X key or the der gleitet nicht mal richtig geradeaus, habt ihr es gesehen? Der gleitet nach unten. Der gleitet jetzt, das war geradeaus so, aber der gleitet, aber da vorhin ist er ganz, also hat er richtige Neigung gehabt und so. Der geht total nach unten. Ah, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch erklären soll. Auf Englisch überhaupt nicht. Ich denke immer wieder, der kann klettern und laufe gegen die Wand. Fliege gegen die Wand oder so, gleite gegen die Wand. Das ist ja nicht mal richtiges Gleiten. Okay, wenn es funktioniert, diese Gleitattacke funktioniert, wesentlich die Gleitattacke. Ey, da schon wieder, der gleitet nach unten. Alter. Ich kapier's nicht. Ich kapier's wirklich gar nicht. Ey. When jumping in the air, press the X key or the square button. Ey, da kann normalerweise
Normalerweise könnte ich mich damit noch retten, aber es funktioniert trotzdem nicht. Wenn man eine Plattform nicht erreicht, ist man tot. Diese Plattform, meine Güte, ey. Oh, jetzt. So. So. Wieso? Da war doch ganz nah dran. Die Plattform war ganz nah dran. Die war ganz nah. Ich weiß nicht, wie das. Das ist so. Müsste ich mal selber ausprobiert haben. Das ist ein unglaublich schweres Spiel. Ah, scheiße, ich kann nicht weit leiten. Das ist auch so ungewohnt, dass man nicht so weit leiten kann. Ey. Okay, eine Minute noch. Das ist eh Nachtruhe. Aber dann höre ich auf. In jumping in the air, press the X key or the square button on PlayStation. Jetzt habe ich mich gerettet. Perform a stomp attack. Jetzt haben wir uns gerettet. Habt ihr das gesehen? Jetzt hat die Knuckles-Gleitfähigkeit etwas funktioniert. Wieso? Da war ganz nah dran! Oh. Alter! So. Ey. Das kann doch nicht der Ernst sein, oder? Jetzt sind wir gestorben, weil wir keine Ringe hatten. Zum ersten Mal passiert. Die blöden Gegner haben mich jetzt umgebracht. Und da ist der Tutorial-Typ wieder. Press the X key or the square button on PlayStation to perform. Ey, kann sogar schießen, das Ding. Schießt wieder eine Bälle ab. Hallo, tot. Ich dachte schon, das stimmt nicht. So, jetzt aber. So, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, wenn das Ding ganz nah dran ist. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Einer geht noch ran. Verdammt nochmal, dieser blöde Trampolin. Dieses Trampolin, damit springt man sogar weniger höher als einen normalen Sprung. So kommt mir das vor. Alter. Unglaublich. In the air. Press the X key or the square button on PlayStation to perform a stomp attack. Alter, nee. Okay. Ich will's jetzt wissen. Wir wollen's jetzt wissen. Wir spielen jetzt mal, weil wir das nicht hingekriegt haben beim ersten Mal als Sonic, aber es war blauer Sonic. Leave it to me! So, alles normaler Sonic und wir sind tot. Nein, warte mal. Irgendwie rennt er schneller. When jumping in the air and when you are not locked onto an enemy, press the space key or X on PlayStation. Alter. When jumping in the air and when you are not Ey, die blöde Plattform. Das ist die schlimmste Plattform im ganzen Spiel, ey. Oh, einmal noch, ey. Okay, links. Hier laufen links. Na, was soll er Mist, ey? Das ist viel zu hoch. Schaut euch das mal an, das ist viel zu hoch. Der kommt nicht mal richtig drauf. Schaut euch mal an, ey. Wenn man sich genau hinsieht, ein Millimeter vielleicht über diese blöde Stange. Über den blöden. Alter. Ein Millimeter. Wie kommt man drauf? Jetzt. Yes. Ey, dieser blöde Ring hat mir nach unten gestoßen. Okay, so kann man auch sterben. Dann nehmen wir den nach hinten. Alter. So, ganz vorne, ganz weit vorne an die Ecke. So, weiter geht's nicht. Jetzt springen. Nee. Nee, ey. Ah, ist das ein schwieriges Spiel, ey. Oh, das reicht mir erstmal.
Oh, das reicht mir erstmal. Hallo, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, hoffentlich hat euch das Let's Play gefallen. Mir hat nicht gefallen, ehrlich gesagt. Vielleicht werde ich den Entwickler anschreien, dass es einfach nur so schwer ist. Ich weiß es nicht, oh, schon ist irgendwie vorbei. Naja, hallo, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, wie immer. Daumen hoch fürs Zugucken. Ihr kommt hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Ciao. Tschüss.